Guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. In diesem Fall stimmt guten Morgen übrigens tatsächlich. Wir haben kurz vor 5 und ich sitze hier gerade an meinem PC und nehme jetzt auf. Ja, und wir haben als Begrüßung haben wir erstmal den Text: Vielen Dank, Mr. High Games ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin stolz darauf, ein Teil der Fangemeinschaft zu sein. Fans, wir haben Fans dazu gewonnen. Das war nämlich noch. Um das mal ganz schnell zu sagen, ich dachte eigentlich, dass wir direkt mit der ersten Nachricht eigentlich einsteigen können. Aber nein. Das war nämlich noch, weil wir ja unseren Leuten, also unseren Fans, die ein Fanspiel zu Lederlappenmann gemacht haben, erlaubt haben, das weiterzumachen. Deswegen haben wir jetzt noch Fans dazu bekommen. Ja. So. Wir haben keine Projekte gerade. Haben wir hier Dings Forschung vielleicht noch irgendwie? Nee, also Zielgruppe ja. Ich gehe mal gerade noch auf Zielgruppe und gucke aber gleichzeitig dann auch mal ganz schnell hier nochmal so auf Auftragsarbeit. Oh, das sollten wir hinbekommen. Branchen-News. Mit wachsendem Interesse an Videospielen bildet sich auch eine wachsende Leserschaft von Videospielmagazinen. Solche Magazine bieten Entwicklern eine tolle neue Möglichkeit, ihre Spiele zu präsentieren. Neue Forschung Marketing ist verfügbar. Das können wir auch, denke ich mal, relativ okay. Also können wir ganz gut verwenden im Normalfall. Na, du packst das aber noch hier. Mit der Auftragsarbeit. Na bitte. Damit haben wir zumindest so ein paar unserer monatlichen Kosten halt dann mal gerade nochmal schnell gedeckt. Ich will nicht jetzt schon eine neue Engine erstellen. Das bringt, glaube ich, auch noch gar nichts. Tutorial. Du kannst nun festlegen, welche Hauptzielgruppe dein Spiel spielen soll. Okay, noch einmal bitte. Du kannst nun festlegen, welche Hauptzielgruppe dein Spiel haben soll. Spiele können auf Kinder und Jugendliche, auf alle oder auf erwachsene Zielgruppe zugeschnitten sein. Die richtige Zielgruppe für dein Spiel zu wählen ist wichtig. Auch die Zielplattform kann dabei eine Rolle spielen. Manche Plattformen sind besonders beliebt bei einer bestimmten Gruppe. Wenn ich jetzt beispielsweise Kinder und Jugendliche nehme. Dann ist beispielsweise ganz gut, wenn so Superhelden oder sowas. Das passt da ganz gut rein. Wenn dann halt, ja. Ne? Ja. Bei Erwachsenen dann halt eher ein Shooter. Beispielsweise. Um das mal ganz kurz zu erklären. Ich mache aber mal einfach für alle und mache. Keine Ahnung. Ein Dungeon-Abenteuer. Das ist, glaube ich, das hatte ich auch, glaube ich, letztes Mal vor. Und das ist dann einfach der. Boah, ne. Keine Ahnung, wie nenne ich das denn? Gruft. Keeper. Keeper. Wird Keeper so geschrieben? Dungeon Keeper. Boah, ich bin mir nicht sicher. Ist mir aber auch jetzt egal. So, Plattform wählen. Abenteuer, meine lieben Damen und Herren. Abenteuer ist scheinbar noch sehr gut auf dem PC vertreten. Auch wenn der gerade natürlich echt, der Gamling ist gerade natürlich ganz weit oben. Hat aber auch relativ hohe Entwicklungskosten und Lizenzkosten hat er auch noch. Weswegen ich jetzt einfach mal auf den PC wieder weitergehe. Natürlich nehmen wir wieder unsere eigene Spielengine und entwickeln. Nein, wir machen ein mittleres Spiel. Komm, oder? Nee, ich möchte auf eine neue Engine warten, um das richtig rauszuhauen jetzt hier. Um richtig was rauszuhauen. Dann machen wir eine neue Engine. Gespeicherte Spielstände ist, denke ich mal, auch relativ wichtig. Deswegen lassen wir es auch noch drin. Gameplay kann ein bisschen runter, die Engine ein bisschen hoch. So, machen wir so, ne? Lineare Erzählung natürlich jetzt wieder mit rein. Weil, naja. Okay, FIFA neu wurde vom Markt genommen. Es wurden 121.822 Einheiten verkauft und 852.790 Umsatz erzielt, Euro Umsatz erzielt. So, ist relativ okay, kann man mit leben. Und das Spiel wird technologisch schon mal relativ gut, scheinbar. So, Dialoge, Level Design, künstliche Intelligenz lasse ich trotzdem mal noch ein bisschen höher. Ich glaube nicht, dass die so unwichtig ist. So. Und hier Spielwelt gehe ich
ein bisschen nach oben. Grafiken, obwohl, ne, Spielwelt gehe ich ein bisschen. Obwohl, ne, Grafik und Spielwelt lasse ich beide gleich. Und Sound gehe ich ein bisschen runter. Und dann bin ich zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Und dann hoffe ich tatsächlich, dass wir jetzt wieder Branchenneuheit. Erfinder der Master Wii-Konsole hat Vena Gear angekündigt. Die tragbare Konsole ist die Antwort auf den Gamelink von Nintendo. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, im Gegensatz zu ähnlichen auf dem Markt erhältlichen Geräten, welche sich nicht mit Spielekonsolen messen können, ist der Vena Gear im Prinzip leistungstechnisch auf demselben Niveau die Master Wii, denke ich mal. Außer dass er eben tragbar ist. Der Vena Gear verfügt außerdem über ein Farbdisplay. Wird dieses Gerät den Gamelink toppen? Wir sind gespannt. Der Vena Gear erscheint in 2 Monaten. Ich bin da wirklich sehr drauf gespannt. So, jetzt noch schnell die Bugs entfernen, bitte. Dann ist alles super. Noch vielleicht den einen oder anderen Designpunkt. Na komm, da geht doch noch was. Naja, okay, das ist ein Technologiepunkt. Noch ein Bug, okay. Den Bug bitte weg. Okay, und wir bringen das Spiel an. Wir haben, in beiden Fällen haben wir einen Rekord. Das ist super. Und ich hoffe halt dann jetzt auch, dass wir relativ viel Kohle jetzt einfach machen können. So, Spiel veröffentlichen. Also, dass das jetzt relativ gute Bewertungen bekommt. Wir einfach verdammt viel Kohle jetzt hier bekommen. Spielbewertung. Und es wird so... Ihr Schwerpunkt auf Soul hat im Spiel sehr gut. Okay. Und ja, es wird scheinbar wieder so eine 8er Bewertung. Oder halt 7, irgendwas. Naja, habe es tagelang gespielt, gutes Spiel. Ja, 7,75er Bewertung. Ist nicht das, was ich jetzt erhofft habe. Aber halt auch nicht schlecht. Wie viel hat das Spiel gekostet? 150.000 ungefähr. Das geht noch so. Einer soll jetzt hier den Spielebericht erstellen, bitte mal ganz schnell. Heute wird die neue Plattform Vena Gear von Vena veröffentlicht. Und ich mache jetzt hier nochmal. Ich glaube, letztes Mal haben wir nach einem Demospiel gesucht. Jetzt suche ich nämlich nach komplexen Algorithmen. Auch wieder mit 100.000, natürlich. Wir haben wenig Umsatz. Das war wenig Umsatz mehr in der ersten Woche. Für die erste Woche war das echt wenig, du. Weil jetzt haben wir hier nämlich Technologie, Leute. Und die brauchen wir. Beziehungsweise die will ich haben. So, wir haben Level 2. Wie gesagt, der hier ist... Auch Level 2 verdient schon 21.000, der hier ein bisschen weniger, der ist aber auch dafür auch ein bisschen, aber wirklich nur minimal langsamer. Ich glaube tatsächlich, meine Wahl fällt auf den mittleren, ja, meine Wahl fällt eindeutig auf den mittleren. Ja. Okay, alles bestens. Der macht dann erstmal sein Training hier wieder, sein Einarbeitungstraining. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Gruftkeeper ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Dungeon und Abenteuer ist eine okay Kombination. Spielweltdesign scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Künstliche Intelligenz scheint nicht so wichtig zu sein. Okay. Und gleichzeitig, das machen wir jetzt nämlich auch noch direkt, holen wir uns auch noch ein für ein Demospiel. Eben nicht Demospiel, sondern Demofilm. Auch wieder 100.000 suchen. Weil wir wollen jetzt wollen wir langsam sicher auf Punkte aufbauen. Muss er in den Urlaub? Ne, muss er nicht. Das ist nur noch so ein bisschen so dieses... Ich sag mal, diese Probleme in der Firma jetzt noch. Ich hab doch jetzt gesucht, ne? Hallo nochmal. Ich habe gehört, dass Sie sehr erfolgreich in der Spielebranche sind und angefangen haben, Ihr Team zu erweitern. Ich habe unsere Kundendienste aktualisiert. Ja, ich bin eindeutig gerade nach Aufträgen am Suchen. Ich wollte nämlich gerade einen machen. Deswegen machen wir doch erstmal den hier. Der G64 wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ich hab doch eben... Gruftkeeper war echt finanziell kein Erfolg. Nur 144.000 dazu bekommen. Und die habe ich schon wieder ausgegeben. Auftragarbeit erfüllt. So, er muss jetzt aber einmal in den Urlaub. Okay. Sag mal, kommt hier jetzt noch was?
Oder habe ich das eben weggedrückt? Ernsthaft? Okay. Scheiß drauf. Dann suchen wir nochmal. Tatsächlich habe ich weggedrückt oder was? Hardwarehersteller auf der ganzen Welt zeigten sich heute überrascht, dass Guvudore, Hersteller des beliebten G64, bankrott angemeldet hat. Guvudore hat es nicht geschafft, eine teurere Alternative auf den Markt zu bringen und sah sich gezwungen, die Produktion des G64 einzustellen. Die Plattform wird daher Anfang nächstes Jahres vom Markt genommen. Traurig. Tragisch. Wie will man es ausdrücken? Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte man so ganz viel Designpunkte eigentlich haben. Würde mich sehr darüber freuen. Ich nehme jetzt hier wirklich tatsächlich, glaube ich, echt einfach. Alter, nee, der ist schlecht. Der ist voll langsam. Der hier ist bedeutend besser einfach. Und hat halt nur so ein bisschen weniger puncto Designer, den nehmen wir. Okay. Trainieren. Einarbeitungstraining und ganz schnell noch. Nein, nicht feuern. Eine Auftragsarbeit wieder hier finden. Wir müssen ein bisschen unsere Kosten decken. Ja, sollte hinhauen. Mit den beiden. Oder auch nicht. Oh Gott, das wird nichts. G64 wird nicht mehr länger unterstützt. Du hast ein Spiel für diese Plattform entwickelt und hast insgesamt 261.000 damit verdient. Das wird nichts. Das Team arbeitet gerade zu langsam. Also das wird eng. Das wird wirklich eng. Gerade. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Fällt mir gerade so ein. Das heißt, ich muss nachgucken, wie lange ich schon aufnehme. 12 Minuten ungefähr. Okay. Ja, 51.000 aufs Konto überwiesen. Das ist schon mal super. Forschung vielleicht mal reingucken. Marketing, Spieldesign, Casual-Spiele machen wir mal gerade. Währenddessen. Eigene Engine erstellen. Was wäre denn? Könnt man, ne, wir können nichts Neues reintun in die Engine. Noch nicht. So. Also können wir gerade wirklich nur mit unseren Punkten. Ja, noch eine Auftragsarbeit finden. Weil wir müssen noch ein bisschen Zeit rumbekommen. Das ist doch machbar. Er kann wirklich nur Technologie irgendwie, habe ich so das Gefühl. So. Danke für die schnelle Arbeit. Wir haben wieder ein bisschen Geld dazu bekommen und wir können meiner Meinung nach anfangen mit einem neuen Spiel. Jetzt brauche ich nur eine Idee. Superhelden, Film, warte mal. Okay, ich kann nochmal gerade gucken. Forschung, neues Thema. Cyberpunk. UFO. Eine Romantik-Simulation. So eine Dating-Sim. Das passt bestimmt. Angebot. Ja. Ach so, okay, ja, na, Nachrichtenschlüssel natürlich. Dies ist ein ganz besonderes Angebot. Unsere Agenten haben es kürzlich geschafft, sich ein paar Forschungsunterlagen zu leihen, die sie interessieren könnten. Wenn sie Interesse daran haben, überweisen sie die 42.000 an die angehängte Uplink-Verbindung. Wir werden sie kontaktieren. Agent Blowfish. Nee, mache ich nicht. Kann ich nicht ab. Das ist Wirtschaftsspionage. Das ist illegal. Damit möchte ich nichts zu tun haben. So. Er hat ein neues Thema erforscht. Jetzt hat er es erforscht. Das wird vermutlich sowieso voll floppen. Ich habe gerade echt das Gefühl, dass das voll floppen wird. Na, keine Ahnung. Also erstmal Thema Romantik, Simulation. Das wird doch nichts. Haben wir vielleicht nicht noch irgendwie was anderes? Ist auch so. Alternative. Ja! Und Strategie. Alternative Geschichte und Strategie. Das ist doch gut, eigentlich. Das ist wirklich eigentlich gar nicht mal so übel. Alternative Geschichte und Strategie, das ist dann so. Totaler Krieg. Krieg. Napoleon. Nee. So. Napoleon.
Da fehlt ein O. So, Napoleon. So, finde ich gut. Machen wir. Keine Ahnung, ob das gut ankommt. Ganz ehrlich. Gameplay machen wir hoch. Story und Quest ein bisschen weniger. Engine und Story und Quest lassen wir, glaube ich, so fast gleich eigentlich. Ein bisschen mehr. So, okay. Ich wollte gerade mal fragen, passiert jetzt noch was oder lassen wir es einfach mit der Entwicklung? Dialoge können, denke ich mal, runter. Level Design ein bisschen hoch. Künstliche Intelligenz ein bisschen hoch. So, ansonsten lassen wir es so. So. Oh, komm, ein paar Punkte. Ein paar mehr Punkte einfach. So, Spielweltdesign, Grafik runter, Sound nach oben. Sound nach oben, Grafik etwas runter. So. Okay. Und komm. Wir kriegen einfach wirklich fast weniger Punkte als bei unserem Spiel davor. Obwohl wir jetzt einfach bedeutend mehr Entwickler sind. Ja, mach mal den Bug weg, danke. So. Also wirklich, das wäre jetzt aber echt, ne? Wir sind technologisch, sind wir verdammt gut aufgestellt, aber halt sonst nicht mehr. Bessere Benutzererfahrung und Level-Editor sind freigeschaltet worden zur Forschung. Dann müssen wir auch mal jetzt dann direkt forschen, habe ich gehört. Level-Editor. Nein. Forschung, bessere Benutzererfahrung. Und er macht bitte den Spielbericht, danke. Und er macht auch noch Forschung nach einem neuen Thema. Rennsport, na bitte. Das ist doch ein Thema, mit dem man wieder was anfangen kann. Wir haben erste Spielebewertungen. Ach doch, ist gut. Sehr gut. Schreibt Stargames. Sehr unterhaltsam. Schreibt Informed Gamer. Ein gutes Spiel. Schreibt Game Hero. Oder noch, ich liebe es. All Games. Wieder eine solide Bewertung. Es werden keine krassen Verkaufszahlen werden, aber immerhin etwas. Ich glaube, naja. Es beendet. Wir haben alternative Geschichte. Ist eine gute Kombination. Ja, okay. Okay. Sound scheint für diese Art von Spiele sehr wichtig zu sein. Wir haben auch noch folgende Erkenntnisse gewonnen. James E. Garmack B. sind noch neu im Team und noch ein paar Spieler auf dein Team kommt größeres Potenzial. Ja, ja. So, okay. So. Wir gehen jetzt als nächstes. Obwohl, wir könnten jetzt eigentlich schon direkt echt eine neue Engine entwickeln, ne? Was ist denn. Weil das hier ist noch besseres Gameplay. Ein Level-Editor ist besseres Level-Design noch, ne? Lohnt es sich dafür jetzt schon? Na, komm, wir warten noch. Wir warten noch. Ein Spiel warten wir noch ab. Aber dann könnte es auch schon teilweise zu spät sein. Oh, Alter, wir haben noch Verlust damit gemacht. Scheiße. Das tut gerade echt ein bisschen weh. Wena. Wena hat bekannt gegeben, dass sie in 2 Monaten... Oh, warte mal, ich sollte mal auch vielleicht noch den Part beenden gleich. Ja, okay, ich beende den gleich mal. Wena hat bekannt gegeben, dass sie in 2 Monaten eine neue Spielkonsole herausbringen werden, die Wena Oasis, mit einer 16-Bit-Grafik und Sound ausgestattet und verspricht somit ein neues Spielerlebnis. Wena sagte bei der Bekanntgabe, die Oasis ist ein Neubeginn, der Anfang einer neuen Ära von Spielkonsolen und wir sind sicher, dass sie sich auf dem Markt sehr gut behaupten wird. Einige bereits angekündigten Spiele für diese Konsole lassen vermutlich vermuten, dass sie sich eher an ein erwachsenes Publikum richtet. Okay, gut. So, und jetzt muss ich mal den Part beenden, meine lieben Damen und Herren, weil ansonsten guckt den hier wieder keiner mehr. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Shinigami. Auf Wiedersehen und schlaf gut.